Zuletzt bei Mythopia. Vom Elfenwald auf den großen Teich. Über die Seerosenblätter reisten wir mit unserer wirklich Top-Mannschaft und verprügelten sehr, sehr viele Gegner, da wir unterschiedlichste Wege zu gehen hatten. Allerdings mündeten alle Wege bei einem Ziel, und zwar dem vielleicht letzten Level dieser Welt. Was dort auf uns wartet, wissen wir nicht. Wir werden es aber heute herausfinden. Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mythopia. Wir gehen das letzte Level dieses, ja, Seerosenblatt-Weltenbaumes, I don't know, wie man das nennt. Und die Kommentare in der letzten Folge waren sehr süß. Ihr habt nämlich das Team super in Schutz genommen und gesagt, ey, so schlimm sind die noch gar nicht. Und das war ultra nice. Und ich erwarte hier einen Bosskampf. Hilfe, Schwester! Agita, wo bist du, Liebes? Sie muss da drüben sein. Bleib, wo du bist, ich komme. Mhm. Das dachte ich mir schon. Hier kommt der Bossfight, um die kleine Feenschwester zu retten. Weil es kam einfach keine neuen Level mehr. So, da ist ihr Gesicht. Und es wird, wow. What the hell? Auf einen fetten Frosch gepackt? Agita-Frosch. Der erinnert mich ein bisschen an, so aus The Legend of Zelda. Wo man ab und zu dieses Lied herbekommt, diesen, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, Mambo, I don't know, ihr wisst ganz genau, was ich meine. So, der Boss tanzt leider nicht, das ist ein bisschen ätzend. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. So, er fängt an und, okay, Flächendamage auf alle, und zwar nochmal, und jetzt muss ich hier mal ganz dringend Azula und R2D2 retten. Damit die hier keine Runde verschwenden, um hier irgendwas zu machen. Optimal. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen darauf angewiesen, dass vielleicht Falafel irgendwann uns im Kampf supportet. So. Da schießen wir auf diese Quappe. Die ist schon mal weg. Sehr schön. Die andere lebt noch. Die werde ich jetzt hoffentlich kurz rausnehmen. Lässig. Leider kein Support von anderen. Reicht aber. So. Und jetzt geht's dem Boss an den Kragen. So, sehr schön. Wir hauen alle ein bisschen drauf. Das geht wieder auf die beiden. Oh, der saugt gerade irgendwas ein. Der hat gerade irgendwas eingesaugt. Holy shit. Ich glaube, wir kriegen gleich eine miese Attacke, Guys. Ich glaube, wir kriegen gleich richtig was auf die Fresse. So, ihr habt mir gesagt, strahlendes Licht ist eine K.O.-Attacke. So, die hat eine 50% Trefferchance, aber nicht auf Bossgegner. Deswegen wird die uns hier nicht viel bringen. Deswegen prügel ich hier quasi einfach mal rein. Und jetzt kommt Falafel. Sehr schön. Da können wir die bei 50 Damage reinprügeln. Damit bin ich zufrieden. Und der Boss wird gleich, glaube ich, was richtig Übles machen. Pustet üblen Mundgeruch heraus. Aua. Okay, wisst ihr was? Ich lasse jetzt alle mal HP-Bananen fressen. So blöd es klingt. Damit wir... Oh, die kann uns sogar Massenheilung machen. Da mache ich mit ihm nämlich auch noch Heilung. Dass wir einfach hier so ein bisschen auch unsere HP-Bananen pushen. So. Neue Technik. Heilung. Das habe ich noch nie eingesetzt. Oh mein Gott, R2D2 hilft sogar. Ja, wie crazy. Heilung plus 1. Bam. Ich habe zu danken, weil das erhöht nämlich sogar ihr Beziehungslevel. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Deswegen sollte ich das hier tun. Das ist nämlich einfach free Beziehungslevel, die ich hier pushe. Sehr geil. Sehr viel Damage. Da kommt wieder der Flächenschaden. Okay, er bereitet wieder seine Mega-Attacke vor. Da müssen wir jetzt gleich aufpassen. So, aber die sollten wir eigentlich überleben. Ich werde nochmal die Heilung einsetzen. Und zwar diesmal auf Tingle. Dem geht es nämlich auch nicht so gut. So, da kriegen wir nämlich auch hier das Beziehungslevel und sogar den Push. Ich glaube, das heilt sie sogar komplett. Kann das sein? Jawohl. Sehr gut. Level 9. Und sie haben Rechnen gelernt. Freshe Sache. Okay, dieses Heilen hätte ich schon viel früher einsetzen sollen. Und sie prügelt nochmal rein, wegen ihrer Sturaktivität. So, da kommt wieder der Flächendamage auf die beiden. So, wir kriegen gleich diesen miesen Mundgeruch ab, Freunde. Mhm. 42 Damage. Die macht auch nochmal 14. Deswegen setze ich jetzt erneut die Heilung ein. Diesmal auf R2-D2. Soeben betritt Bobo die Booth. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, Meister. Und R2-D2 und Kübi haben sogar jetzt Beziehungslevel 10 gelernt. Sei heldenhaft anstelle eines Freundes Schaden. Okay, da habe ich noch manchmal das Gefühl, dass das irgendwie nicht so klug ist, wie die das machen. Also, dass die da manchmal, wie soll ich sagen, jetzt kommt der Mundgeruch, Schaden nehmen, obwohl es ihnen gar nicht so gut geht. So, da kommt nochmal der Flächendamage. Okay, Azula geht's gar nicht gut. So, wir heilen uns hier an der Stelle. Aha, Midna heilt uns auch nochmal. Ich setze auch wieder instant die Heilung ein. So, ich pushe die Beziehungslevel. Ich nutze jetzt einfach mal wirklich Kübis Rolle als Heiler.
dass die anderen hier vielleicht einfach was Stabiles hinbekommen. Und jetzt hat Bobo gerade einfach meine Beleuchtung umgeworfen. Deswegen haben wir jetzt hier leichte Greenscreen-Problems. Holy shit. So, wie viel hält der Dude eigentlich noch aus? Das kann doch gar nicht mehr viel sein. Ja, er ist doch bald down. Deswegen prüfe ich jetzt mit Kübi auch drauf, weil er kriegt nämlich dreifach Unterstützung. Oh mein Gott, der Dreifachangriff hat nicht mal gereicht. Selbst der hat noch nicht gereicht. Okay, jetzt ist er down. Wow. Okay, der Boss hat gut gezwiebelt. Aber wir haben die kleine Fee gerettet. Sehr schön. Und das hat sogar sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach mal Kübis supportende Fähigkeiten einfach mal sinnvoll verwenden konnte. So, zack. Bonuserfahrung. Die gibt es natürlich auf Tingle. Dann ist der nämlich ungefähr wieder auf einem Level mit uns. Okay, noch nicht mal ansatzweise. Und Froschsaft Doppelstern. Sehr schön. Seht euch das an. Weg ist es, das Gesicht von Agita. Anscheinend ist es zum Dorf zurückgeschwebt. Stimmt, so muss es sein. Was für ein Glück. Dein Dienst in Sicherheit. Gern geschehen. Okay, aber sie bleibt sogar noch bei uns, oder? Ja, Midna bleibt sogar noch bei uns. Sie verlässt noch nicht die Gruppe. So. Oh, lol, der Foto-Dude schon wieder. Nee, alles gut. So, das ist so ein sehr schönes Foto, aber nein, danke, alles gut. Sorry, Bro. Der ist immer so traurig, wenn wir sein Foto nicht nehmen. Mir tut mir dann immer so ein bisschen leid, aber ich brauche die wirklich nicht. So, da wird nochmal die Level hier ein bisschen gepusht. So, will jemand was kaufen? Nein. Weil das Ding ist, ich glaube, wir sind jetzt quasi am Ende der Welt angekommen, ne? Und normalerweise am Ende einer Welt war es bisher immer so, dass unser Team ausgetauscht wurde. Aber irgendwann müssen wir unsere Teammitglieder auch wieder finden, ne? Das balle ich mal auf Kübi. Oh nein, es schmeckt ihm nicht. Trotzdem Magie plus 2 und die und HP und MP plus 1. Also irgendwie glaube ich da halt noch nicht so. Also ich bin halt sehr gespannt, wie es einfach weitergeht. So, also ich habe sonst nichts zu tun. Alles klar. Dann sage ich, passt. Und wir düsen wieder los. Alles klar. So, das Gesicht ist wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ins Feendorf. Da, wo es wahrscheinlich hingehört. So sieht's aus. Plöpp. So. Und wir können jetzt hier auch zurücklaufen, weil wir haben jetzt hier alles auf Gold, was wir bisher betreten konnten. Dieser ganze Elfenwald ist eine riesen Goldflagge. So, und jetzt ist das auch das letzte Gesicht, was wir zurückbringen. Danach geht's allen wieder gut. So. Hier, take it. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Woohoo! Wow, das war aber auch Zeit. Ja, es bleibt entspannt. Wow, sowas möchte ich nicht nochmal erleben müssen. Ne? Danke, Schwester Herz. Du hast auch gute Arbeit geleistet, Herzchen. Nimm das. Ein Törtchen. Und wir haben alle gestohlenen Gesichter gerettet. Wunderbar. Jetzt sind alle gerettet. Ja, Mann, Applaus. Supi. Halt, hat wirklich prima geklappt. Ohne euch wären wir sicher nicht wieder vereint geworden, ihr Lieben. Okay, so. Tja, du hast sicher noch ein paar Aufgaben vor dir. Bevor du gehst, sollten wir ein Versprechen einlösen. Schwestern, es geht los. Oh ja, yippie. Aber wahrscheinlich, dass sie uns den Weg eröffnen, ne? Vermute ich mal sehr stark. Haben die nicht schon mal getanzt? Ich kann sogar diesmal nicht mal spulen. Aber damit müssen sie uns den Weg zum Vulkan eröffnen. Ich glaube, dass der Vulkan so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Ende dargestellt hat, ne? Yeah, oh mein Gott, wir tanzen sogar mit? LOL. Wie cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott. Das hat mir gefallen. Das war fresh. Und das ermöglicht uns hier einen neuen Weg. Tatsächlich. Das ist der Ort, wo wir hin müssen. Das ist wahrscheinlich der Weg aus dem Wald raus. Passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Wir denken an euch. Zeigt es den dunklen Fürsten. Okay. So. Was geht da oben ab? Was passiert jetzt hier oben? Was für ein Weg ist das? So, ich bin wirklich äußerst gespannt. Wie lange dürfen wir unser Team hier noch behalten? So, jetzt habe ich eine Frage für dich. Oh ja. Also dann, an wie vielen Tomaten sind wir bisher vorbeigegangen? Was? Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich hoffe, das war die einzige Frage.
Ach, immer diese schönen, lebensbereichernden Dialoge, die einfach immer wieder dazu da sind, und um uns ein bisschen über das Leben nachdenken zu lassen. Oh, drei Eulen und die frische Brise. Dann hauen wir direkt mal die frische Brise weg. Bevor hier noch irgendein Müll passiert. So. Falafel. Oh, Schnauben. Nice. Das liebe ich immer. Die letzten Level, so nachdem man eine Welt abgeschlossen hat, sind immer nochmal so eine massive Machtdemonstration. Weil man einfach auf einem sehr hohen Level mittlerweile ist, ordentlich Power hat. Und dann passt es immer. Diese wunderschönen Wassertropfen, dann kann ich mich nicht satt sehen. Ich weiß, was du meinst. Okay, das reicht. Ja, ich habe mich auch satt gesehen. Oh, what? Hier ist schon ein Gasthaus? Okay. Spannendes Level. Sogar noch mein Brief mit drei Ausflugtickets. I like. Aber der dunkle Fürst kommt noch nicht, ne? Nee, ich glaube, das wird auch noch irgendwie ein bisschen episch angekündigt werden. So. Zack. Machen wir das hier mal so. Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, bin dabei. Wir sollten das... Achso, das ist einfach nur dieses sauber halten, damit die beiden feiern sich jetzt, ne? Genau. Sehr gut. Dann kommen die auch schon auf Level 8. Ja, wir haben langsam so ein gutes Beziehungslevel zwischen allen Charakteren. Das gefällt mir. Kann ich Gold ausgeben? Yes. Kübi will die Macho-Taler haben. Mhm. Kaufst du ihn auch? Yes. Er kauft ihn auch. Ich weiß gar nicht, wie viel hat uns das jetzt gekostet? Ich habe gar nicht aufgepasst. Stimmt, die Macho-Rüstung war immer so ein bisschen das Ende der Fahnenstange, ne? Nee, Spielhalle lohnt nicht. Okay, dann machen wir erst einen Pferdeausflug. Und zwar für Tingle. Der ist noch aktuell auf keinem besonders guten Level mit Falafel. Und wir haben gelernt, wie gut die Schnaubenfähigkeit ist. Die können wir äußerst gut gebrauchen, ne? Und ich glaube, die gab es ab Level 7. Es beißt nichts an. Ah, bin ich eingelöst? Danke. Da mal weiter. Wow, das war nur so ein Ausflug, der fast gar nichts gegeben hat. Ach, come on. Das stinkt doch. Okay, dann schicken wir... Also R2D2 müsste eigentlich mit Azula chillen, ne? Wartet mal. Dann machen wir es kurz so. Dann schicken wir die beiden noch einmal ins Kino. Nein, jetzt habe ich Kübi und Tingle geschickt. Ich meine, es ist auch nicht schlecht. Beziehungslevel ist Beziehungslevel, aber... Ich versuche dann doch immer alles auf einem Level zu halten. Aber alles gut. Das passt schon. So. Ich finde es so geil, wie hier die ganzen... Da oben chillt sogar Midna. Und da oben ist Darth Maul, yo. What the hell? Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Hm, was genau ergibt Sinn? Na, das Geheimnis, das am Ende gelüftet wurde. Welches Geheimnis? Okay. Tingle hat es da nicht verstanden, aber dann haben wir die beiden jetzt auch auf Level 10. Level 10 sieht sexy aus einfach. Dörrmumie haben wir bekommen. So, und jetzt geht ihr beide bitte. Ihr habt nämlich auch noch einiges zu tun. Mal schauen, ob ihr eine schöne Zeit verbringt. Ihr habt doch beide ein schönes Partner-Outfit. Muss man auch sagen. Steht euch definitiv. Aber ich glaube, die Bücherei-Jokes sind mir mittlerweile alle schon gesehen. Juhu! Und dann düsen die beide auch schon auf Level 7. Optimal. Und vielleicht bringen sie sogar noch ein bisschen was Sinnvolles mit. Yes! 4 HP-Bananen. Frische Sache. Gut. Dann passt das. Gold kann ich nicht mehr ausgeben. Essen können wir noch ein bisschen verteilen. Und das Törtchen geben wir ihm wieder. Oh Mann! Die schmecken alle Kübi nicht. Egal. Dörrmumie, HP und Magie kann er vielleicht vertragen. Schmeckt ihm auch nicht. Aber wir haben die Level-Ups bekommen. Die Waldnüsse, MP und Abwehr. Yes. Schmeckt ihr wenigstens. Und die Pläumwurzel, die alles pusht. Geben wir auch ihm. Sehr schön. Nochmal 3 Set-Boosts hier. Kübi wird eine unfassbare Maschine. Anders kann man das nicht sagen. So. Und dann laufen wir weiter. Auf dem Weg raus aus dem Feenwald. Alle Werte eines Teammitglieds wurden um 10 oder höher gesteigert. Ja, weil Kübi einfach eine geile Sau ist. So. Oh, das verbindet sich mit dem hier unten? Aha. Das sieht mir langsam nach einem Weg nach draußen aus. Vor allem, dann bin ich wirklich gespannt, wo wir landen. Das ist auf jeden Fall das letzte Feenwald-Level. Oder Elfenwald-Level, je nachdem. Oh, neues Outfit. Sieht gut aus. Yep. Die Komplimente ziehen immer. Die ziehen immer. So, mal schauen, ob jetzt hier noch eine große Herausforderung auf uns wartet. Oder ob das einfach noch irgendwelche Fülllevel sind. Yo! Okay, 8 Viecher. Lol. Okay, wenn natürlich Falafel kommt, schnauben wir einmal und alle sind weg. 8 Gesichter in unseren Geldbeutel. Woo! Sehr frische Sache. Zack. 240 Gold mitgenommen. So, jetzt wird's Nacht. Oh, nee. Aber da passiert jetzt noch nichts, ne?
So, Kübi lassen wir Wache halten. Der kriegt das hin. Oh, er hat sogar Wache gehalten. Er ist nicht eingeschlafen und die anderen wurden dadurch geheilt. Da können wir uns quasi aussuchen, wer nicht geheilt wird. So, jetzt kommen sogar noch mehr Gegner. Ich dachte eigentlich, jetzt würde ich in das Gasthaus kommen. Dem ist aber nicht so. Okay, das sind auch beides Lappengegner. Oh mein Gott, Verlappe einfach schon wieder am Start. Der fühlt gerade richtig, ne? So, tschüss. Ihr seid keine Herausforderung mehr. Als wir hier ankamen, waren wir noch ein schwacher Haufen und wir konnten nichts gegen euch tun. Mittlerweile sind wir strong. Auch wenn wir nur ein Team aus Supportern sind. Und das ist schon das Gasthaus. All die Level, die aus Welten immer rausführen, sind quasi nur so kleine Platzhalter-Level. Endlich! Direkt vor uns liegt der Vulkan mit der Burg des dunklen Fürsten. Ich frage mich, was es mit dem dunklen Fürsten wirklich auf sich hat. Und dieser Vulkan, ob es da wohl heiß sein wird? Nee, ist ja bloß Vulkan, weißt du? Bestimmt müssen wir schweißüberströmt gegen Monster kämpfen. Boah, wie unangenehm. Vor einem Hitzeschlag sollte man sich auch in Acht nehmen. Auch das noch. Tja, das ist umso wichtiger, viel zu trinken. Weise gesprochen. In diesem Sinne... Tschüss, nein, Spaß. Lasst uns heute Nacht ganz viel Wasser trinken. Prost! Werden die jetzt... Normalerweise nach so einer Animation werden unsere Teammitglieder immer geklaut. Muss ich jetzt nochmal ein ganzes Team anfangen? Nicht schon wieder. Oh, was? Das war jetzt das dritte Mal, nicht wahr? Das muss man Hubi lassen, er ist konsequent. Deine neuen Freunde sind auch wieder weg. Sie sind sicher in deiner Burg, die ist ganz in der Nähe. Dann breche ich sofort auf. Hä, was? Nein, ich will nicht, dass er Priester bleibt. Stimmt, deine Klasse ist diesmal erhalten geblieben. Der dunkle Fürst konnte deine Kräfte nicht wegzaubern. Deine Reise scheint dich allgemein gestärkt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Und nun eile zu... Ich bleibe Priester. Ich bleibe einfach... Ich bleibe die beschissenste Klasse, die ich jemals gewählt habe. Oh. Oh. Nein, ich krieg nur 10 HP-Bananen. Ich krieg keinen neuen Ausrüstungsgegenstand. Kann ich die auch verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich könnte jetzt die HP-Bananen farmen, aber das tue ich nicht. Ey, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Kübi soll kein Supporter sein. Ich meine, es kann nicht schaden, einen Supporter am Start zu haben, aber nein, Kübi soll kein Supporter sein. Das ist sehr belastend. Das ist... Hätte ich da nicht irgendwie der Krieger bleiben können? Oder der Koch? Am liebsten der Krieger. Ah, shit. Okay. Aber wir sind im Vulkan. Wir sind im Vulkangebiet angekommen, der Flammenbergpfad. Und hier scheint die Burg vom dunklen Lord Hubi zu sein. Fürst Hubi. Also eventuell die Finalwelt hat auf jeden Fall den passenden Vibe dafür. Jetzt sind schon wieder alle weg. Soll ich etwa ganz allein gegen den dunklen Fürsten kämpfen? Nein, das kann ich nicht. Erst muss ich meine entführten Freunde wiederfinden. Ah, okay. Muss stärker werden. Vielleicht ist das Retten unserer Freunde... Jetzt die Priorität? Ich weiß es nicht genau. Oh, ein Magikobold. Naja, wir können ja nur reinprügeln. Wir sind zwar nicht sehr stark, aber wir schaffen das schon irgendwie. Na, auch als Priester müssen wir uns hier irgendwie erfolgreich durchprügeln können. Aber alles klar, dann habe ich jetzt die Supporterrolle. Ob ich will oder nicht, ne? Aber immerhin nicht wieder Level 1. Das ist eine angenehme Sache. So, jetzt kann ich Fleisch, Fisch. Fleisch klingt gut. Wir machen sowieso beide Wege. Aber jetzt holen wir uns erstmal eine Portion Fleisch hier ab. Und ein neuer Gegner. Ich kann mich ja theoretisch auch selber heilen. Oha, okay. Eine dunkle Blitzwolke. Soll ich mal probieren? Ich probiere nochmal mit dem strahlenden Licht mal so einen Gegner zu erledigen. Das hat noch nie funktioniert. Jawollo! Einfach weggezaubert. Das ist das erste Mal, dass es trifft. Laut den Kommentaren hat das eine 50% Trefferquote. Kann ich nicht bestätigen, aber wir gucken mal nach. So, hier ist Fleisch für uns. Die Dörrmumie mit Doppelstern. Ah, das kann sich sehen lassen. Und da ist auch das Gasthaus. Und wahrscheinlich wird unten bei Fisch auch Food sein. So. Okay, aber dann packe ich jetzt Kübi auf jeden Fall schon mal zu Verlapfeln in den Stall. Weil das sind jetzt gerade verschwendete Runden, die wir haben. Na, packen wir ihn einfach hier hin. So, das Food gebe ich auch ihm. Ich meine, why not? Kübi wird jetzt einfach gepusht. Wenn er jetzt die supportende Rolle hat, müssen wir bei ihm auf jeden Fall den Magiewert pushen. Na, dass seine Heilung einfach stärker ist. Kaufen kann ich ihm nichts. In der Spielhalle wird es wahrscheinlich auch, gibt es immer nur HP-Bananen. Weil das Spiel will aktuell nicht. Die Macho-Kleidung scheint wohl erstmal die höchste zu sein. Okay, wenn man alleine ist, sind diese Gasthausaufenthalte immer sehr kurz. Und dann checke ich jetzt noch kurz den anderen Weg ab. Nachdem wir gesehen haben, dass wir zum Küstentod kommen. Fisch braucht der Kübi.
gönnt mir den Fisch. Ich werde auf jeden Fall noch auf den Gegner hier unten treffen wahrscheinlich. Richtig. Ich kann mittlerweile schon die Minimap ein bisschen lesen. Ah, es ist so eine Eule. Alles klar. Let's go. Lässiger Move. Sie steht noch. Lässiges Ausweichen. Lässiger Move. Oh mein Gott. Einfach dreifach lässig. Das hat Kübi gut gespielt. Das hat er gut gespielt. Das muss man sagen. So, dann gib mir kurz den freshen Fisch mit hoffentlich geilen Fähigkeiten, die mich pushen. Der Pinguin-Snack-Doppelstern. Ich glaube, das hatten wir safe noch nicht. Also kann mich, wann haben wir Pinguine besiegt? Und vor allem, wann haben wir Pinguine besiegt, die uns einen Doppelstern-Food geben? So, sehr schön. Deren Beziehungslevel wächst schon wieder. So, Gold ist immer noch nicht. Ich check's trotzdem ab. Vielleicht will ja Kübi irgendwann wieder was. So, erhöht das Tempo. Mhm. Direkt plus 1 bekommen. Schmeckt ihm nicht. Musst du trotzdem essen. Ist mir scheißegal. Ich sag doch immer, ich kann mein Food aufheben. Ich weiß, dass ich das kann, aber ich möchte das nicht. Ich will irgendwie mein Food immer leer haben. Ist einfach so ein beschissener Tick von mir. I know. So. Quiztoad ist mal wieder am Start. Hey, hör mal kurz zu, Mann. Ich könnte mal weiterspielen. Ich bin der wahre Quizfreak. Mii-Parade. Ah, das ist bestimmt sowas mit auswendig merken, ne? Du musst jede Menge Leute merken. Oh boy. Okay, da werde ich, glaube ich, verkacken. Da bin ich nicht so gut drin. Okay. Der Sänger, Kamek, Ari, Sefi. Und dann noch die Ome. Der Sänger, Kamek, irgendwas, Sefi. Der kam nicht, nee, David kam nicht vorbei. Okay, okay, okay. So, stark. Ach, das war's schon? Ich dachte, es gibt 3 Runden. Ja, alles klar, dann ist es machbar. Sehr schön, 5 HP-Bananen. Optimal. Oh, ich bin bei so auswendig, merke immer. Schwieriges Thema. So, oben geht's. Das ist Toadette, ne? Da kann ich wieder Amiibos einlösen. Das ist jetzt erstmal nicht notwendig für mich. So, dann schauen wir erstmal hier nach. Auf der Oberwelt habe ich aber gesehen, dass hier noch eine Truhe war. Eventuell gibt es hier auch wieder mehrere Abzweigungen. Hoffe ich zumindest. So, und was bist du? Einfach ein Skelett. Man kennt sie, Freunde. Man kennt sie, die Skelette. Die sehen genau so aus. Okay, ich muss lachen. Weil das Skelett mich veralbert hat. Jetzt kriege ich auf die Fresse. Aber ich bin wieder im Modus. Und Verlapfel sagt, du kannst nicht weitergehen. Weg mit diesem Skelett. Bam! Einfach ein Tritt in die Fresse. Den nehme ich doch gern mit. Verlapfel macht einen guten Job. So, ich krieg sogar bald ein Level up hier. Ne? Kübi steht kurz vor Level 12. Das ist eine feine Sache. Da liegt was. Und wir finden eine HP-Banane. Yay! Ey, wir kriegen so viele HP-Bananen in letzter Zeit. Und hier ist nochmal ein Enemy. So, oh, Skelett und Ding kombiniert. Ja, also, ich könnte das strahlende Licht ausprobieren. Komm, why not? Wir zaubern dieses Skelett direkt weg. Mist, geht daneben. Ey, come on. Mit einer 50% Chance bin ich echt nicht so im Modus. Aha, wegen dem Lässigen juckt es mich nicht. Ich probiere es nochmal. Juhu! Tschüss! So, wir wurden ein bisschen benebelt. Ich könnte mich jetzt selber heilen, aber ich weiß, dass ein Reitangriff eigentlich reichen sollte. Bam! Ich liebe es, wenn Falafel den einfach immer so mit seinen 2 Hinterhufen einfach voll in die Fresse donnert. So. Gute Sache. Kommt jetzt eine Abzweigung? Das kann ich mir nämlich vorstellen, dass wir nicht zur Truhe auf der Oberwelt kommen. Nee, erstmal eine eigene Truhe hier mit Spielscheinen. So, ey, das Level ist richtig lang, ne? Das ist richtig lang. Nochmal ein Gegner. Die wollen hier echt meine, wie soll ich sagen? Meine Ausdauer auf die Probe stellen. So, dann heile ich mich mal kurz wieder. Ne, die Streuer sind ja schön entspannt hierfür. Let's go. Die kriegen wir schon irgendwie raus. Ich bin zwar kein Angriffsmonster, aber vielleicht mit Falafels Hilfe. Ja, oh mein Gott, der schmust uns. Und dadurch kriegen wir wieder ein paar MP zurück. Ehre. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Schrein nicht angreifen will. Das ist halt so fresh. Komm, wir probieren's. Vielleicht können wir den Dude einfach wegzaubern. Na, wie wär's? Schade! Aber weil wir einfach so lässig sind, weiche ich mir einfach wieder aus. Gute Sache. So, und lässiger Move hier. Reicht aber nicht für einen direkten Kill. Der Magieangriff von ihm tut auch weh. So. Aber jetzt ist das Vieh weg. Aber mein Leben geht's auch nicht so gut. Ich muss jetzt mal gucken, ob vielleicht noch mein Kampf kommt. Ich meine, egal, ob ein Kampf kommt oder nicht. Streuer kann ich sowieso noch einsetzen. Aber da ist auch das Gasthaus. Okay, sehr langes Level. Und gerade mit, wenn man alleine ist, als Priester, gar nicht so easy. Level 22 für die beiden. Gut, Gold kann ich immer noch nicht ausgeben. Ich werde es immer wieder abchecken, Freunde. Ihr kennt mich. Angriff, Abwehr, Angriff, Angriff.
Okay. Dann kriegst du das mal. Schmeckt ihm leider nicht so. Dann kriegst du das. Schmeckt ihm gar nicht. Stabil. Also Kübi ist wirklich eine Maschine, was das Essen angeht. Spielhalle, ja, brauche ich gar nicht gucken. Kriege ich eh nur massiv viele Happy Männer an. Aber wie komme ich jetzt an die Truhe ran? Weil der Weg zur Truhe schließt sich mir jetzt aktuell noch nicht so ganz, muss ich zugeben. Aber ich sehe gerade, dass ich neben mir noch ein Ding habe. Eine Amiibo stehen. Von meiner Mario Odyssey Bodens Lava Challenge. Da habe ich die nämlich in die Kamera gehalten, ne? Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir Toadette hier die Amiibo mal zeigen können. Vielleicht bringt die ja was, ne? Die habe ich hier. Habe ich hier noch rumflattern? So, komm schon, Bro. Okay. Ist ein Fehler aufgetreten, ne? Jawollo! Und das bringt wahrscheinlich gar nichts, ne? Oh, doch! Ich krieg das Mario-Outfit dadurch. Read. Aber die ziehe ich nicht an. Ich finde eigentlich die originalen Outfits ganz nice. So, was ist hier in dieser Höhle? Sind da unsere Freunde? Ja! Aber sie haben keine Gesichter. Es sind Lea, Döner und... War das Tingle? Oh mein Gott, mit Lea und Döner habe ich einfach zwei, die richtig Damage machen. Ja. Ehrenholger, was geht? Hm, du bist das. Ah, Ehrenholger. Ich bin froh, dich hier zu treffen. Diese drei, das sind Freunde von dir? Ja. Die sind herumgeirrt wie, naja, gesichtslose Hühner. Deshalb habe ich sie hier in Sicherheit gebracht. Oh mein Gott, Ehrenholger. Ihre Gesichter sind gewiss noch in der Nähe. Bist du bereit für eine Rettungsmission? Yes. Exzellent, dann erlaube mir, bei dieser Mission mitzuwirken. Ehrenholger schließt sich uns an. Das können wir gebrauchen. Alter, wenn wir Lea und Ehrendöner wieder zurückbekommen und damit Tingle sogar noch einen Support, dann hätten wir ein gutes Team. Dann hätten wir ein echt gutes Team. Wenn ich mit denen geredet hätte, dann wüsste ich sogar, wo ihre Gesichter sind. Aber ihr kennt mich, Freunde. Ich mache sowieso alle Level. Dann passt das. Geiler Scheiß, wir sind mit Ehrenholger auf Mission. Von nun an kämpfe ich an deiner Seite. Wow, was für eine Erleichterung. Aber ich werde nicht meine ganze Kraft einsetzen. Hä, wieso nicht? Damit du auch noch was lernst. Du musst über dich hinauswachsen und noch stärker werden. Meine Rolle ist es nun dabei, über dich zu wachen. Und Kübi denkt sich so in Wirklichkeit so, oh fuck. Warum zwiebelt der nicht einfach so komplett raus, die Sau? Dann wollen wir doch mal schauen, was Ehrenholger so für freshe Moves hat, wenn wir gegen diese beiden wunderschönen Eulen kämpfen, ne? So. Das Dumme ist, wir kassieren halt immer. Ne, der macht nur Damage. Aha, okay. Ja, zwiebelt gar nicht schlecht. Aber wir kassieren halt den Damage immer. Außer wir weichen aus. Sogar doppelt. Bam. Gute Sache. Und dann nehmen wir den Dude auch noch weg. Also, ich sag mal, er hat etwas stärkeren Angriff als wir. Also definitiv eine sehr schöne Hilfe, die ich dankend annehme. Das ist Level 12 für uns. Aber leider kein neuer Move. Naja, aber ich glaube, eine Stat-Erhöhung auf alles. Das kann man immer sehr gut gebrauchen. Und natürlich buddeln wir ja immer. All Race. Nichts gefunden, ne? Dafür verlieren wir Leben. Oh, wow. Weil ich den lässigen, weil ich die lässige Charaktereigenschaft habe, hat Kübi einfach keinen Bock mehr. So, nee, ich buddel jetzt hier nicht mehr. Hier könnt ihr der größte Schatz meines Lebens sehen. Nee, gar keinen Bock. Erstmal auf die Couch. So, oh, verlapfenettet sich. Das ist sehr schön. Drei Gegner hätten jetzt doch ein bisschen gebraucht. Aber damit, oh lol, keinen kann ich rausnehmen. Das ist Satch. Aua. Da war ich mir sogar aus. Aber die dürften jetzt alle kaum noch Leben haben. Die dürften jetzt alle nur noch... Oh mein Gott, verlapfelt schon wieder. Ja, moin. Bam. Sehr gut. So. Alle EP wieder für uns. Wir kriegen super viel Essen. So viel kann Kübi gar nicht futtern. Und da ist das Gasthaus. Sehr schön. Aber auch jetzt hier noch keine Abzweigung. Es erklärt sich mir immer noch nicht ganz, wie wir jetzt an... an die Schatztruhe rankommen. So, ich darf ihm immer noch kein... Ich darf immer noch kein Gold für ihn ausgeben, ne? Das Spiel will nicht, dass ich mich aktuell pushe. MP und Abwehr. Ja, das kann ich sehr gut brauchen. MP kann ich sehr gut brauchen. So, das ist halt... Bläh, und das ist auch... Bläh. Das brauche ich ihm nicht geben. Das senkt seine Werte eher, als dass es sie steigert. Deswegen muss ich hier jetzt einfach leider darauf verzichten, das Food zu verteilen. Und wie gesagt, der Angriffswert ist, wenn Kübi Priester bleibt, sowieso nicht mehr notwendig. Muss man leider so sagen. Ah, dieses untere Level führt uns zurück. Oh, hier ist sogar so ein Minotaurus. Den fordere ich noch nicht heraus. Ich schaue erstmal, ob ich vielleicht irgendwo anders meine Kollegen treffe. Und erst, wenn ich da wieder zu viert bin, fühle ich mich sicher, dass das funktioniert. Ehrenholger, was ist denn?
Wieso wirst du eigentlich der große Weise genannt? Eine gute Frage. Schleifen seit langem als einfacher Magier durchs Land. Auf meinen Reisen habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass man mir mit der Zeit allerlei Namen gab. Der große Weise, der weise Große, eure Großweisigkeit, sowas, ne? Ehrlich gesagt war mir das immer ein bisschen peinlich. Verstehe. Du bist echt cool, Ehrenholger. Ach nein, das ist mir jetzt aber auch peinlich. Ach, Ehrenholger. Sei doch nicht so bescheiden. Oh, und jetzt können wir sogar Abzweigung nehmen. Wir düsen erstmal hier lang. Und dann kämpfen wir wieder. Boah, ey, stell dich mal vor, wir kriegen Lea wieder zurück. Wie viel Damage die einfach machen könnte? Oder Ehrenholger, ne? Wie viel frische Zaubersprüche. Nicht Ehrenholger, Ehrendöner. Wie viel frische Zaubersprüche der einfach drauf hätte. Und er würde einfach alles wegzwiebeln. Und vor allem, wenn wir dann unser Team da wieder. Oh mein Gott. Ich fange gerade wirklich so innerlich an zu sabbern, weil ich einfach nur weiß, ich kriege ein gutes Team bald wieder. Das ist. Und das ist eine Teamkomposition, mit der ich echt cool bin. Mit Tingle haben wir da noch eine supportende Rolle. Dann Kübi und Tingle kümmern sich einfach um Lea und Ehrendöner, die dann beide hoffentlich Damage of Doom rauszwiebeln. So, schauen wir, ob das strahlende Licht trifft. Tut es! Damit können wir die direkt rausnehmen. So, das hat ein bisschen wehgetan. Aber das hat ihm auch wehgetan, der Wolke. Und mit einem schönen Move können wir den jetzt rausslappen mit unserem Stab. Der sieht zwar sehr skurril aus immer noch, aber das akzeptieren wir an der Stelle einfach mal. Und das ist schon das Gasthaus. Okay, die Level sind tatsächlich ziemlich kurz. Aber ich denke, das ist auch bewusst so gemacht. Oh, 950. HP-Streuer um 20 erhöht. Und die Ruhezone ist jetzt noch effektiver. Angenehm. Ah, warum ist ein Insekt hier hingeflogen? Alter, was bist du denn? Ah, ne, wir haben jetzt natürlich auch. Ich habe auch bei Nacht das Fenster auf und komplette Studiobeleuchtung an. Da flattert natürlich das ein oder andere Vieh rein. Oh, endlich können wir einen neuen Stab kaufen. Der kostet einfach 1900. Kann ich den jetzt vielleicht auch gamblen? Nee, leider nicht. Wenn ich jetzt gutes Gambling gehabt hätte, ey, ich hätte das Gambling rausgeschallert, dass gar nichts mehr geht. Plus 5 Angriff, plus 6 Magie. Let's go, Kübi. Den hast du dir verdient. Jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt angekommen, wo wir dann so Next Level Ausrüstung bekommen. So, bisher ging ja lange nichts. Aber jetzt ist vielleicht, wurden uns so die besseren Items so freigeschaltet, dass wir die auch kaufen können und so. So, ihm schmeckt das alles nicht, ne? Kübi ist richtig wählerisch. Richtig wählerischer kleiner Vogel. Okay. Dann düsen wir weiter. Und ich schaue noch kurz die andere Abzweigung an. Nachdem wir auf der Oberwelt geguckt haben, wo uns das hinbringt, Freunde. Das bringt uns auf jeden Fall in Richtung Truhe, ja. So, was ist hier drüben? Wahrscheinlich auch einfach eine Truhe und ein Gegner, so wie ich das Spiel kenne. Aber das ist ja genau der Shit, den wir brauchen. Und die extra Kämpfe bringen uns extra Gesichter, die unsere Steuer besser machen und so weiter. Das hat ja alles einen Sinn, ne? Lässiger Move mit neuem Stab, 41 Damage. Gefällt mir. Und wir weichen sogar aus. Ey, lässig ist eine sehr, sehr geile Fähigkeit, finde ich. Das zwiebelt schön. Dann hauen wir da drauf, der ist weg. Und man kann Ehrenholger noch den anderen machen. Die weichen schon wieder aus. Lässig finde ich eine sehr, sehr geile Charaktereigenschaft. Die gibt viele, viele coole Boni in den Kämpfen. So, wieder zwei Koboldschinken, die ich absolut nicht gebrauchen kann, weil die nur den Angriff erhöht, glaube ich. Und da ist die Truhe. Mit knapp 500 Gold. Sehr schön. So, dann düsen wir heim ins Gasthaus. Und dann werden wir auch die Folge für heute aller Voraussicht nach beenden. Insofern ist nicht groß was passiert, was ich jetzt aber nicht vermute. Lässiger Move mit neuen Stab. Nimmt die Wolke sogar im First Try raus. Geil. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, doch, der neue Stab mit 5 extra Angriff macht sich dann doch bemerkbar. Muss man einfach so festhalten. Und dann geht's beim nächsten Mal Richtung Truhe. Und vielleicht finden wir schon unsere ersten Teammitglieder. Mit ganz viel Glück kriegen wir unser Team vielleicht sogar wieder vollständig. Naja, dass Ehrendöner, Lea und Tingle wieder zurückkommen. Und dann wird es halt ordentlich zünden. So, Roulette sagt Nope. Ich glaube, ich habe kein Futter, was er braucht. Nee, der ist einfach nur, nein, mag ich nicht, nein, mag ich nicht. Aber ich mag weiter aufnehmen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Danke fürs dabei sein. Das war Miitopia mit dem Hübi. Das bin ich. An dieser Stelle noch vielen Dank an Sion Kamora und Impulson für euren großartigen Support bei Kanalmitgliedschaft. Danke euch beiden.